Hallihallo, ich bin der Typ von Next Gen Games und ich begrüße euch recht herzlich zum ersten Part der Let's Play-Reihe Portal 2. Wir werden jetzt beginnen mit Teil 1, der Höflichkeitsbesuch, und ich starte jetzt einfach mal. Und sollte ein Intro kommen, halte ich dann die Klappe, weil ich nicht weiß, wie es hier eigentlich losgeht. Ja, und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. So, warten wir einfach mal ab. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Ja, da hatte Sie ich hören jetzt einen Buzzer. Recht. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Gut. Damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. Den brauche ich gar nicht, ich bin so schon schön. Sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Ja, und weiter? Hallo. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Tu ich doch. Hallo. Hä? Oh. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Ja. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst unglaublich hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Genießen ist relativ. Was haben wir denn hier noch so alles? Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Was? Schon wieder schlafen? Bin ich nicht gerade wach geworden? Dann gehen wir halt schlafen. Ja, so beginnt Portal 2 und anscheinend wird hier auch sehr viel gesprochen. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9, 9, 9, 9, 9, 9. Wir möchten Sie darüber informieren, Hallo? Dass alle Jemand Testsubjekte da drin? Das Enrichment Center umgehend Hallo? Verlassen müssen. Alle Testsubjekte, machst du die zu diesem heute Zeitpunkt noch irgendwann die Tür auf? Haben damit automatisch eingelegt, Hallo? Kannst die Zerstörung nein? dieser Anlage im Hyperschlaf zu Kannst überdauern. Du die Tür aufmachen? Es wäre ziemlich dringend. Ja! Ah! Furchtbar! Furchtbar! Gut oh, aus! Nein, mein Gott! Geht's dir gut? Nein, beantworte Geh die weg. Frage nicht. Ich Geh weg! Sicher, dir geht's gut. Du Komm hast genügend mir Zeit, dich nicht zu erholen. Zu nah. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Hä? Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Was Hallo? Treibt der da? Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Möb. Okay, das war Springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Möb. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Ich will dich umwerfen. Komm her. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Das klingt unglaublich beruhigend gerade. Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Die Reserveenergie ja. ist alle. Und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Also er sabbelt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Irgendwie viel mehr als im ersten Teil. Elke, beziehungsweise wie Julian ja meint, dass sie Gladys heißt. Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich?
Nein, ich hoffe, es zerquetscht dich. Ich muss erst mal jämmerlich durchkommen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet. Wo ist er denn? Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Mein Gott. Ja, ich denke mal, wir werden das so machen. Wir müssen uns unbedingt absprechen. Oh. Wenn dich jemand fragt, es hör doch fragen, mal auf zu sabbeln. Aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus. Claro? Nichts von wegen Tod und so. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Fast geschafft. Nochmal. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Ja, das ist die sogenannte Portal-Kanone, nehme ich mal an. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. Es lässt sich nicht mehr abspülen. Suchen wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Erwiegenden. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Ja, sich öffnende Portale, das sind die Portale. Für diejenigen, die Portal nicht kennen oder Portal nicht kennen. Und das bin ich übrigens ich. Ich bin... so hässlich wie eh und je. Und ja, dann laufe ich durch das Portal und komme auf der anderen Seite wieder raus. Und hier war ich eben in diesem Raum. Das ist im Prinzip der Sinn an Portal. Also ihr müsst diverse Portale öffnen und dort durchlaufen. Würfel- und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Und euch so euren Weg suchen. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Für diejenigen, die das Spiel noch nicht kennen... So, ja, ich denke, ich werde es so machen, dass es immer so 15 bis 20 Minuten Parts gibt, da hier anscheinend das Spielprinzip etwas anders ist. Und ja, das ist jetzt, wie gesagt, Teil 1. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrennt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Und viel reden kann man hier irgendwie auch nicht, seltenen Fall, dass der Material, weil er nur labert und labert und labert. Entfernt hat. Schlimmer als ich. So, hier haben wir Knöpfe. Also, sofern er am Labern ist, werde ich dann einfach aufhören zu quatschen und ihn mal labern lassen und dann einfach meinen Satz fortführen. Sonst hört ihr ja nicht, was er sagt. So. Ja, das sind Wechselportale. Die kennen wir auch noch aus dem ersten Teil. So. Jetzt muss ich da noch durch, oder? Ja. Also bisher erinnert es mich noch... Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Sehr stark an den ersten Teil, auch vom Leveldesign her. Zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Aber ich hoffe einfach mal... dass sich das im Spielverlauf dann auch dementsprechend noch ändern wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Entwickler hier wirklich nur Portal 1 aufgefrischt haben. Wenn gerade von einem barbaren König, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Na bitte, geschafft! Laber der eine nicht mehr, laber der andere weiter. Ja! Ah! War ich das? Wo ist sie hin? Nee, die ist weg. Außerdem, lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne. Warum liegt die jetzt hier oben? Ich warte, ich
So, jetzt habe ich meine Portalkanone. Geht die auch schon? Nein. Mit der ich zumindest einseitig ein Portal schießen kann und durch das andere durchlatsche. So. Laufen wir einfach mal dem Weg nach. Ey! Unsichtbare Wand, geh weg. So. Ich weiß gar nicht, auf welcher Ebene wir hier sind. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. So. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Ja, wer Part 1 kennt oder beziehungsweise Portal 1 oder meine Let's Plays aus Portal 1, weiß, eigentlich kam im Aufzug ja immer diese integrierte Aufzugmelodie. Die ist hier aber nicht mehr enthalten, stattdessen gibt es einen Ladebildschirm. So. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, oh Gott, ich hab Angst. Zu entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Ach hier, Portal 1 lässt grüßen. So. Lalalala, das war unglaublich schwierig. Oh, guck mal, wir sind schon auf 4 von 19. Das sind die Testkammern übrigens. Oh mein Gott, das ist ja wirklich Portal 1-like hier. Ich krieg ja Zustände. Warte mal, da muss man ja noch gar nicht viel überlegen. Ich hoffe wirklich, dass sich das noch ändert. La 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 gen, la 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 gen, la 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 gen, la 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 ha, la la gen, la la la. Ey, da. So, warte mal, vielleicht komme ich auch so durch. Nee, geht ja noch nicht. Ich habe ja noch nicht die Doppelseitige. Dann müssen wir es doch anders machen. Also. Dann machen wir es halt so. Etwas gerader schießen und dann passt das auch. Ey! Komm her jetzt. So. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Ah ja. Hui! Oh. Hoppala. Nee. Ah. Okay. So. Weiter geht es. Laboratories, genau. Wird das Enrichment Center mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten verwendet, sie unter ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Hui! So, da haben wir einen Knopf. Der Knopf macht was genau? Ah ja, der macht eine Treppe hoch. Das heißt, ich brauche jetzt einen Würfel. Gibt es hier irgendwo Würfel? Da ist noch ein Knopf zum Drücken. Was macht der denn? Ah, da hinten ist ein Würfel erschienen. So, wie kriege ich den jetzt hier rüber? So? Ja! So, dann holen wir den mal. Den ganz frech da oben auf den Knopf. So. Weiter geht es. Jetzt gehen wir hier hoch und dann? Was denn dann? Noch zwei Knöpfe. Jetzt ist die Frage, was die können. Hä? Ah, okay. Und der? Hm.
Ah, okay. So. Nein! Hä, wieso kommt das Ding nicht? Oh, ich hab das Portal vergessen, ich Depp. So. Hep. Jawohl. So. Sonst wäre nämlich die Kiste, die ich ja benötige, da unten im giftigen Wasser gelandet. Das wäre etwas ungünstig gewesen. So, und sehr weiter gut. Geht es. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Ich weiß nicht, kennt einer von euch Star Trek? Das erinnert mich immer so an diese Turbolifts. Ja? Kennt vielleicht der ein oder andere. Turbolift. Hm? Ja. So, schauen wir mal. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe ihnen Gott. Ja, Kammer 6 von 19. Ich denke mal, das wird vielleicht die letzte sein und dann geht's erstmal im nächsten Let's Play weiter. Jetzt gehe ich erstmal da oben durch. Hui. So, und nu? Jetzt muss ich wohin? Ich muss darüber. Das heißt, wahrscheinlich wieder mal im Flugeffekt. Hui. Ja. Da fehlt aber noch ein Würfel. Wo ist der denn? Was haben wir denn hier? Ein Loch? Oh. Hui. Ja, das war jetzt nix. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt. Nein, es hat nicht funktioniert. Ich muss da runterspringen. Nicht ohne Würfel, Mann. So, nochmal. Wo ist jetzt das Portal? Das ist jetzt total ungünstig da unten. Hui. Ja, so, ich bin jetzt samt Würfel nämlich durch das Portal. Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Ich glaube, das ist jetzt ein neuer Raum hier, der kommt mir jetzt irgendwie nicht so ganz geläufig vor. Anscheinend ändert sich dann doch immer mal was hier. Was war das denn? Ja, also ich nehme mal an, die Schräge, da werde ich schon mal brauchen. Wo muss ich hin? Darüber. Da drüben liegt eine Kiste. Wo kommt die hin? Erstmal gucken, dass ich zu der Kiste komme. So. Hopp. Hui. Ja, jetzt werde ich erstmal hoch. Jetzt werde ich erstmal hier rüber geschleudert zur Kiste. So. Ah, ich sehe schon, da ist ein Knopf. Mal gucken, wie kriege ich denn die Kiste darüber? Kann ich die hier... Oh, jawohl, ich kann sie rüberwerfen. Wunderbar. Nur wie komme ich darüber? Ich probier's mal. Hui. Autschen. Manno. Ja, das hat wohl funktioniert. Lass mich rein! Ich will rein! Und nu? Hä? Oh. Okay, ich nehme alles zurück. So. Plong. Ja, da ist eine Brücke hochgefahren und... Oh. Okay. Da müssen wir uns wohl nochmal rüber schleudern lassen, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Au. Nee, der sitzt ein bisschen falsch. Kamikaze! Hey, ja! Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Ja, ja, du wieder. So. Ja. Wo kommen wir denn jetzt hin?
Ich glaube 7, oder? Um die Kernprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Hey, Kuckuck, ich bin hier oben. Hä? Wo? Wo denn? Hey, super, du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so, gut gemacht. Schieß ein Portal in die Wand hinter mir und wir treffen uns am anderen Ende des Raums. So. Hallo. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Auf drei. Bereit? Eins, zwei, drei. Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also, okay. Also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Eins. Fang auf! Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Nein. Na gut. Okay, dreh dich wieder um. Bam. Geheimtür, die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Wow. Heb mich hoch und los geht's. So, soll ich dich jetzt die ganze Zeit tragen, oder was? Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Oh nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, weiter. So, nu? Ah, okay. Ich glaube, wir haben jetzt den Part mit den Testkammern abgebrochen und sind in einen anderen Part umgesprungen, oder wie? Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Willst du die Aktion abblasen und dich hier hinsetzen? Für immer? Ist eine Möglichkeit. Plan A, hinsetzen, nichts tun. Plan B, da durchgehen und wenn sie lebt, dann sind wir schon so gut wie tot. Ja, das ist die Kammer von Gladys. Die kennt man ja aus Teil 1 von Portal. Und ich würde deswegen sagen, bevor wir in die Kammer von Gladys gehen... Also, wenn du irgendwelche Vorbehalte gegen diesen Plan hast, dann würde ich dir empfehlen, sie jetzt vorzubringen. Halt die Klappe. Hier und jetzt. Bevor wir in diese Kammer gehen... Und wenn du denkst, ich habe die Gelegenheit zum Protestieren verpasst... Halt nein, es ist noch Zeit. Klappe. Bevor wir in diese Kammer gehen, werde ich hier einen kleinen Cut machen und das kommt dann in Part Nummer 2. Ich lege ihn jetzt mal hier ganz sanft ab, was ich auch irgendwie gar nicht kann. Ja, dann bleibe ich mal so hier stehen und wir sehen uns dann in Kürze wieder in Part 2. Ich danke schon mal fürs Zusehen. Bis bald. Tschüss.